Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir denn jetzt. Das Rad, ja, aber das ist irgendwie so. Eisenverarbeitung wäre halt schon nächste Zeit, Alter. Das ist doch Tetra, oder? Nee, ach, das ist Barkal. Ah, ja, ja, ja. Da hast du halt Eisen zur Verfügung, wenn du das Wunder baust. Muss aber auch in der Wüste gebaut werden, was für mich halt vollkommen unmöglich ist gerade. Ich würde sagen, haben wir jetzt unsere Spezialeinheit gesichert. Wir versuchen mal Bogenschützen. Ja. Bla. Also Bewässerung wäre halt wichtig oder Schrift. Ja, Bogenschützen halt auch, ne? Ach. Schwierig. Das Wunder baut wahrscheinlich schon jemand. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Itimenanki. Ich krieg halt einen Campus. Bewässerung. Ich glaube, ich habe halt nichts Konkretes in der Nähe, was ich dringend Bewässerung brauche. Das heißt, entweder wir machen jetzt die Bogenschützen. Nee, wir machen nicht. Entweder wir machen die Bogenschützen. Ich vergesse immer das Militär und am Ende ärgere ich mich dann darüber. So, wir haben die Kree getroffen, wir machen Zeitalterpunkt dazu. Wir kommen in ein dunkles Zeitalter, das lässt sich nicht verhindern. Also wir gehen quasi in die Klassik als dunkles Zeitalter. Okay. Dann nehmen wir das mit und versuchen eine Aufholjagd. Ach, Alter, ey, willst du mich jetzt rollen? Ach ja, wieder die Steuerung. Was ist denn los? Kannst du den? Also du sollst. Hm? Das musst du nicht. Was ist denn damit? Barbarenlager zu sein. Das ist das, wenn ich da dann hinbaue oder ein zweiter. Aber das ist ja auch ganz schön Problem, ne? Das ist. Boah. Wenn der Delicate Arch irgendeine Bedeutung hat, dann liegt sie meines Erachtens in der Kraft des Seltsamen und Unerwarteten, das die Sinne überrascht und den Geist aus seinem gewohnten Trott bringt. Cool. Hermetischer Orden fortfahren. Ja, das ist natürlich nett, aber das wollten wir eh nicht. So, jetzt mal gucken. Wie jetzt meinen Siedler schützen. Da sind mir natürlich diese Schwerträger bei ihrem Weg und ich muss versuchen, meinen Krieger abzugraden. Das heißt, ich werde auch meinen wieder zurückziehen. Genau, anders kann ich es halt nicht machen. Wie ist noch da? Wie ist noch hier? Du baust das schon mal. Freiflächen. Ja, dann kann ich mal gucken, vielleicht kann ich ja nächste Runde das Upgrade machen. Ich fürchte aber, das wird mehr als 44 Gold kosten. Ja. Also immer, ich vergesse Barbaren. Ich hasse Barbaren. Das ist das neue Zeitalter, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas in die Schule. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein Wir versuchen gerade so schnell wie möglich das passende Viertel zu bauen, damit wir dann eben die Boni für Siedler bekommen können durch die Halle der Ahnen, ist das, glaube ich. Und das werden wir dann nochmal feststellen. So, also da haben wir die ganze Kampfkraftverstärkung. Nee, Produktion, Gold, das ist mir alles nicht so wichtig. Doppelte Erfahrung ist super.
Produktion ist im richtigen Rahmen. Wir gehen weiter. Mhm. So. Also den upgraden können wir jetzt auch nicht so einfach. So, was ist denn jetzt hier? Also, gewährt ein Zeitpunkt, wenn ein Horika auslöst, das ist schwierig. Jedes Mal, ja, klar. Okay. Ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundbetrag errichtet oder mit großem Werkplatz. Das ist schon ein bisschen besser. Nicht so gut. Monumentalität ist wahrscheinlich das Einfachste. Also Heurikas auszulösen ist nicht so simpel und ich werde ein paar Spezialbezirke bauen. Ja. Ja, wer mich kennt, weiß, als ich nach Köln gefahren bin, habe ich auch ständig aus dem Zug berichtet. Das passiert jetzt auch. Genau, kann dazu führen, dass ich zwischendurch mal auf Stopp drücken muss, um ja halt weiter voranzukommen. Ihr hört die Außengeräusche. Ich versuche im Nachgang mit der Videobearbeitung alles so leise wie möglich zu gestalten, aber so easy peasy ist das dann auch nicht. So. Steigen. Und suchen uns ein gutes Plätzchen. So. Ich sag mal, das geht mir auf den Senkel. Ich will nicht den Ausrichtungsbaum haben. Ich jetzt im dunklen Zeitalter bin. Nicht so, dass ich da was mitnehmen könnte. Eulen von Minerva, so die habe ich gewählt. Da kann ich nichts weitermachen. Wichtige ist Markus, genau. Weil der kann dann nämlich in der Stadt ausgebildete Siedler verbrauchen, keine Bevölkerung. Und das ist halt super wichtig am Anfang für meine Taktik. Ne, also da werde ich das bestimmt nicht können. Ich muss hier schon mal knicken. Ich könnte versuchen wegzulaufen. So, wo wollte ich denn überhaupt ursprünglich hin? Da oben, da hatte ich überlegt, also gucken wir mal kurz. So, 3 ist da, genau. Dann haben wir noch 1, 2, 3. Das wäre die Ebene, dann könnte halt da hinten hinziehen. Dass halt noch ein bisschen schmieker aussieht. Das versuchen wir auf jeden Fall. Ja. Und du? Du, nur du. Sorry, dass ihr mich singen hört. Ja, ist immer noch, ich bin immer noch in derselben Runde. Interessant. Okay, überall war Warnlager. Also das ist halt auch... Ich finde, das haben sie in Civilization 6, 7 besser gelöst. In Civilization 6 nicht so gut. So rum, genau. Ah, wir haben das Pferd getötet. Ha. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was ist denn... Also, aber einfach am besten, dass wir nach da gehen. Und dann sagen wir, Sally. Wir gründen eine Stadt und verschanzen uns hier. Und du darfst wegrennen. So, ja, du darfst wegrennen. Wegrennen wohin? Da ist Küste. Das müsste schon da in die Richtung. Hier. Wupp. Genau. Yep. So, wir müssen uns um die Annehmlichkeiten kümmern. Genau, also was wollen wir hier? Ja, Händler wäre natürlich Spazierungsplatz auf gar keinen Fall. Alles andere auch auf gar keinen Fall. Hoplit. Ach ja, ein Hoplit kriege ich nicht, weil ich dafür hätte einen, ja, einen Krieger zum Hopliten. Na gut, scheint nicht der direkte Weg zu sein. Also ich glaube, weil ich echt nichts Sinnvolles hier mache, ich brauche mal den Händler. Ich hoffe, dass die Barbaren keine Galeeren spawnen, weil das Spiel hatte ich schon mal. Oh Mann.